So, es hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber ich habe es herausgefunden. Willkommen erstmal zurück zu einem neuen Video von Hogwarts. In der Gruft, wo wir nach dem Helm suchen sollen. So, jetzt habe ich es herausgefunden. Ich habe wieder alles so zurückgemacht, wie es war. Also nicht, dass es euch jetzt wundert, wieso hat er das herausgefunden und ist kein Pups weiter. Ganz entspannt. Ich habe es jetzt extra für euch alle zurück. Ich habe es jetzt extra zurückgemacht, um es genau zu zeigen. So, nicht, dass hier gleich wieder die großen Beschwerden kommen. So, machen wir erstmal Licht. Thomas. So, dann wird das kleine Flattervogelfiech hier eingesetzt. Das ist so gesehen so eine Art Drehkreuz, die man mit dem Zauber beschleunigen muss. Dazu haben wir hier unten auf der X-Taste diese Hand. So, dann stellen wir uns hier auf den Fahrstuhl. Das ist nämlich ein Fahrstuhl. Und dann drücken wir auf X. So, das reicht schon. Dann krabbelt sie davon alleine hoch. Und somit haben wir den letzten Flattervogel. Lumos. So, und dann können wir hier runterhopsen und können den Vogel hier einsetzen. Oder diese Motte oder was auch immer. Ja, somit ist das kleine Problemchen jetzt auch gelöst. Hat mich jetzt ein bisschen Fummelei gekostet. Darum, ja, habe ich das Video da jetzt eigentlich auch unterbrochen, weil, ja, es hat doch dann schon ein bisschen gedauert. Ja, so. Dann gucken wir mal, was jetzt noch kommt. So. Wow, 2 Goldtaler. Jetzt hätten sie auch 4. Wahnsinn. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Muss ich echt rumexperimentieren. Und ja, nichtsdestotrotz mal ihm schnell gezeigt, wie es funktioniert. Was Und hängt denn da? ja. Das Boah. wirkt instabil. So, was ist denn Der hier jetzt anderen wieder Seite kaputt gegangen? verschlossen. Okay. Hier. Den kriegen wir ja ganz einfach hier mit der Viertaste auf, die Sachen zu uns ziehen, als ob wir eine Seite fangen wollen für das Buch. Ganz einfach. Ja. So, was haben wir hier noch? Hey, von da sind wir gekommen, ne? Ja, was ist das hier? Okay. Eine Truhe. Boah. Und wieder Goldtaler drin. Das muss mich jetzt aber echt aus den Socken holen, weil sonst ist das nicht schön. Okay, hier geht extra für mich Feuer an. Okay. Was ist das? Wahnsinn. Oh nein. Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Muss ich die jetzt? Ach nein, oh, lustig. Ach, ist ja lustig. Ach, ist das lustig. Weißt du, und dann, ja, und dann gehst du den Gang hier und dann kriegst du einen Umhang, der schlechter ist als den, den man hat. Wahnsinn. Also, ich würde da ja gerne runter, aber wer sagt mir, dass ich da auch wieder hochkomme? Ist da überhaupt irgendwas Schönes? Revelio. So. Revelio. Hier
Hier ist jetzt nichts Tolles, was mich jetzt total aus der Sorge schießt. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Wie gesagt, ihr könnt den Weg auch gerne gehen. Das. Was haben wir hier denn wieder? Ein Haken. Okay. Der fällt denn da runter? Okay. Oh, ich will immer irgendwas erzählen und dann ist immer irgendwas, was mich dann wieder natzt. Okay, da kommen wir nicht hoch. Komm hier hoch. Okay. Oh, der Hut. Ich habe einen neuen Hut. Der ist besser als den ich jetzt habe. Ja, ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, wenn ihr das macht mit den Schädeln, da gerade mit der Brücke, dass man das sich da anziehen muss, die Schädel, und dass das mit den Knochen eine Brücke wird. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt, wie heißt, ob da genau das gleiche drin ist, was jetzt bei mir drin war. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Boah, ich habe einen Tisch gefunden. In der kleinen Kiste. Naja, gut, ist ja Hogwarts, ne? Das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Das ist natürlich jetzt, was ich euch nicht verraten kann. Es kann sein, dass da eventuell was anderes drin ist. Kann aber auch sein, dass da jetzt was drin ist. Das ist jetzt so das kleine, aber feine Problem. So, passt, geht das auch, wenn ich den da jetzt runterschieße? Der Boden hier wirkt etwas instabil. Oh, eine Truhe mit Geld. Rebellion. Ups. Habe ich jetzt wohl einen Fehler gemacht. Wo schießt du denn jetzt hin, ey? Ja, verdammt die Axt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Kommen wir da jetzt irgendwie runter? Ja, das ist ja jetzt lustig. Nee. Oh Junge, jetzt mach hier nicht so ein Fiddy. Mich echt fertig machen, ne? Kann irgendwie angehen, ne? Oh ja, da klasse. Shit. Jetzt habe ich echt einen Fehler gemacht. Verdammt. Oh Leute. Oh Leute. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh, oh verdammte Grütze. Was ist das? Oh, wir sind durch. Und ich hätte schon gedacht, ich habe wieder viel gemacht.
Was ist denn das hier nun schon wieder? Oh, ey. Rebellion. Das ist jetzt momentan aber echt hier Seuchenkram. So, ich bin hier jetzt im Wasser. Ja, das war jetzt gerade. Ich brauche meinen zweiten Feuerzauber. Moment. Ich falle ins Loch, bin aber auch gleich wieder da oben. Da war ja wohl gleich das Hängerchen, ne? So, hier kommt die gleiche Chose. Da ist ein Fahrstuhl, der nach oben fährt. Okay. Dann machen wir Folgendes. Lumos. Ich habe so das Gefühl, dass du da sein musst. Das sieht so nach dem Fahrstuhl aus hier. Und da oben kann man auch wieder hoch. So, jetzt ist nur die Frage. Ah, da oben ist einer. Okay. Wo ist denn hier? Wo? Ah, da. Lumos. Einer von den Fahrstuhlen wird es ja dann wohl sein. Oder? Ach, da muss ich wieder den Zauber wechseln. So, dann müsst ihr diesen Zauber hier nehmen. Depulso müsst ihr nehmen. Und ja, dann schießt ihr dagegen wieder. So, das reicht ja schon. Oh! Ja, so natürlich nicht. Da kommt weiter. Natürlich nicht.
Mädchen. Boah, den muss echt komplett nach oben fahren. Heftig. So. Heftig. Ist ja auch schon. Lumos. So, da ist einer. Ist nun die Frage, wie kriege ich den da jetzt? Da. Ah, ich hab's mir noch gedacht. Na komm. Hallo. Krieg ich den jetzt noch rum? Verdammt. Upsi. Das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Oder muss ich das erst mit einem anderen machen? Nee. Da muss ich ja schon so. Lumos. Komm, wie du flattern willst. Ja, nee. Du sollst da drin bleiben. Oh, das wäre jetzt auch geil. Oh. Komm. Oh, jetzt kommt dieses olle Viechchen nicht hoch. Lumos. Ach so, jetzt weiß ich auch warum. Da drüben ist ja auch noch einer. Gesehen. Das ist aber. Marco, die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. So, wie es aussieht, hat hier jemand versucht, was zu mopsen. So, oh, ein besserer Schal. Okay. Revelio. Das sollte ich Lodgok zeigen. Siegelring. Okay. Es muss irgendwo einen Mechanismus zum Öffnen der Tür geben. Das ist ja geil. So, Cutscene oder was? Gucken wir mal. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Gut, ich gehe. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben.
Moment, warte mal. Irgendwas. Irgendeine Nebenaufgabe war auch. Wo ist denn hier Dr. Sharp? Da. Doch Professor Sharp möchte, dass ich Donnergebräu gegen einige Gegner erprobe. Außerdem soll ich auch noch einen Unsichtbarkeitstrank testen. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei J. Pippins Zaubertränke finde. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Beschaffe und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Okay, und dann brauche ich nur nach ihnen hingehen und mir den Zauber holen und testen oder was? Oder den Zauber machen und dann habe ich den? Das würde sich ja jetzt perfekt anbieten. Das wäre jetzt ja echt ideal, ey. Nein, da ist irgendwas Rotes, aber ich sehe das nicht. Ich könnte mich auch unsichtbar machen, ne? Moment, was muss ich denn da jetzt genau? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich testen wollte, weil der Wolf mich da abgelenkt hat. Durch einige Gegner erprobe. Was bedeutet denn für die denn einige Gegner? Zählen da Wölfe auch zu? Ja, den Wolf machen wir jetzt erstmal so fertig. Wir sind jetzt nur Wölfe oder was? Sind die jetzt nur Wölfe? Zählen die eigentlich auch als Gegner, ne? Zweifellos schon lange verlassen. Was ist denn hier jetzt los? Okay, das war jetzt mal eben so eine kleine Nebenquest. Okay, so ein kleines Nebengimmick. Okay. Du bist das. Hast uns ein Lösegeld bekommen. Wir haben diese Merlin-Frau, bis du gekommen bist.
Warum sind die? Hä? Von da bin ich doch jetzt gerade gekommen. Moment. Wo ist denn hier der Unsichtbarkeitstrank? Das ist Donnergebräu. Unsichtbarkeitstrank. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich dich finde, wirst du es doppelt büßen. Ah, da bist du ja. Du bist ausgewählt. Habe ich das jetzt geschafft? Jetzt muss ich jetzt mal in meine Mission gucken. Oh Mann, ey. Wow. Jo, kehre zu Professor Sharpzug und dann kann ich den Defend Wally machen. Cool, ich kann jetzt der Hauptmission folgen. Ich könnte mir jetzt... Oh, geil. Cool, cool, cool. Ja, gut. Bevor ich mich jetzt hier wieder weiter verdüdel, folge ich jetzt erstmal hier der Hauptmission. Erstmal hier quer durch die Botanik. Oh, ein Eichhörnchen. Boah, 25 Taler, geil. Oh, ich muss hier lang. Oh, da unten ist ein Spinnennetz. Jo, Alter. Ja, moin, Alter. Ja, hier in den tiefen Wald rein, wa? Oha, was geht hier denn jetzt ab? Da sind sie. Die Erschwinderinnen. Ja, einfach rein in die Marscherie hier. Marscher. Oh, wer ist er denn? Die kurzen Prozesse. Ja, den kämpfen wir gegen die Marscher. Irgendein Dödel schießt doch hier. Darum würde ich dir abfahren. Ich hab da wohl. Boah, ja, schön. Nee. Hä, du kannst keine Power mehr. Oh, Leute.
Boah, ey. Ihr geht mir hier ganz schön auf den Puffer, ey. Ey, was habe ich da gerade mit unverzeihlich gelesen? Jetzt habe ich mich hier einmal quer durchgeschnetzelt. Kann ich denn diese magischen Tränke nehmen? Was ist das hier bitte schön? Irgendwie ist das aber nicht gerade Knorke. Revelio. Das ist es. Da ist er ja endlich. Das ist oh. Und wieder solche Schimpansen. Es war ja klar. Es ist so klar. Ja. Nee, Leute. Nee. Hallo, nimmst du was auf? Hallo? So, dann habe ich ja jetzt das. Gudi, jetzt geht's wieder zurück. Okay, kannst du auch einen Schnitt schon erlaufen, ne? Also da, wo nicht glatt ist, da kannst du schon mal rennen. So. Ey, das ist ja cool, ey. Jetzt habe ich den Helm. Dann kann ich bei Dr. Trapp gleich noch den Typoso oder was das war. Gleich noch mal eben schnell mir aneignen. Hey, dann habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Cool. Boah. So. Cool. Ey, der will aber auch, ey, dass ich Sachen teste ohne Gnade, ey. Mann, Mann, Mann. Fällt gerade auf, ey. Ey, ich hätte auch mit dem Besen, glaube ich, fliegen können. Oh, Alter, ey. Der ganze Grütz mit dem Laufen wieder abgeschmissen. Ey, das ist schon wieder geil. Ey, es ist so geil. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. So, Paps. Da ist dein Helm. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Cool. Schick, schick, schick. It's June.
So, es ist die Überlegung, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich fliege jetzt erstmal nach Hogwarts und Alter. Nee. Ey, wie weit kann man denn hier erkunden? Wahnsinn. Der ist ja schon mal eine richtig große Mappy-Kurs. Cool. Awesome, dude. Awesome. So. Da habe ich ja mal gerade einen Bruchteil hier gef. Alter. Gut. Da fliegt wieder mein Drache rum. Gut. So, so, gib Gummi an, Alter. Wir wollen jetzt nach Hogwarts. Danach machen wir die zweite Mission. Nackenschmerzen Deluxe. Aber naja, muss sein, muss sein. So cool, dass der leuchtet, dass er glüht, ey. Ach, hier muss ich runter. Oh, okay, Moment. Ich muss hier mal landen. Hallo. And down, please. Ah, toll. Ey, Pupsi. Guti. So, jetzt haben wir ja schon mal von den. Ach, die anderen drei sind hier auch, die sind gleich hier im Haus. Oh, das Ministerium hat sich gemeldet. Moment, darf ich noch weiter zaubern? Was hat er mit dem Besen gemacht? Hab die Aufgabe, mir den Besen bekommen. Ja, super. Ja. Ach, Jokerchen. Was schreibst du denn da schon wieder? Aber na gut. Ich will jetzt hier nach Pupsi. Wo sei denn jetzt? Wo ist denn hier? Chapter. Dazu muss ich. Ach, da habe ich mit mehr gezeigt. Okay. Bin Wir ich, haben ist nur das auch unter der dem Stand richtige der Weg? Dinge nach. Ich finde sie Nicht, nicht dass ich hier unbedingt. wieder. Oder. Was ist das hier für eine Veranstaltung? Ich muss noch mal durch jetzt. Habe ich keine Zeit jetzt für. Was macht ihr hier jetzt wieder? Macht ihr Blödsinn? Ich hab's gewusst. Hau drauf. Immer. Gummi. Was hast du meine Mutter gesagt? So. So, weiter geht's. Das kann ich jetzt einfach nicht. Kann ich mir nicht verkneifen. Haben, warum dieses Porträt leer war. Ja, doch, es ist doch richtig. Oh, was ist das alles erregend? Ich meine, da gehören auch doch die Eier rein, aber die würden ja gerinnen. Ja, muss ich da rein. Nee, mal so, jetzt für so habe ich jetzt keine Zeit. Wo ist er denn nun? Da. Haben Sie die Wir Aufgaben müssen mal erledigt? reden, ne? Also es geht so nicht. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo Boah, kann was ist denn gefährlich das? sein, wenn Sie nicht aufpassen. Kreuz,
Viereck, Viereck, Dreieck, fertig. Cool. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten hier im Klassenzimmer. Defindo. Oh yeah, den muss ich haben, dude. Oh yeah, we do, we do. Um ihrer selbst und ja, aber was ist denn jetzt? Ja, zweite Aufgabe erledigt. Aber was ist denn jetzt hier mit was machst du da? Was ist denn jetzt hier mit unserem kleinen Schmopfi? Jetzt sag nicht, ich habe den nicht erlernt, Alter. Wo ist das mit dem Helm? Oh nee, ne. Oder ist die Mission noch aktiv? Das muss ich. Boah, ey, hallo! Meine Güte. Aber wo ist das denn jetzt? Ach, mit dem Helm. Das mit dem Helm ist weg. Das ist weg. Lasse Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Bringe Ballons rund. Ums Quidditch-Feld zum Platzen. Wieder so hier Dulli-Aufgaben hier. Aber wie. Oh nee. Jetzt ist das, glaube ich. Da ist es. Ich habe die Mission ja gemacht. Aber ich habe den Zauber nicht gelernt. Oh, nee, ne. Hätte ich den jetzt noch mal anquatschen müssen? Oh, ne. Oh. Ich glaube, mir ist gerade ein Zauber durch den Lappen gegangen. Verdammt. Hey, welcher war denn das jetzt? Ah, nein. Oder habe ich den jetzt doch freigeschaltet? Was zur Hölle, was war denn das noch für ein Zauber jetzt? Nee, der nicht. Nee, den habe ich ja gerade. Gut, ich glaube, ich habe gerade eben ein,
Zauber verballert. Läuft. Gut, aber wir sind ja sowieso schon wieder hier. Haben jetzt ja nun wenigstens ein Zauber gelernt. Und dann würde ich sagen, speichere ich hier jetzt erstmal ab. Und dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut. So. Durch die Höhlen will ich jetzt nicht extra nochmal laufen, weil, nö. Ja, wisst ihr da schon mal Bescheid. So. Guti. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in einem neuen Video. Ich werde hier jetzt auch weiterspielen, werde kein Video machen. Ich werde jetzt die Nebenmission machen und mir die anderen Zauber mir holen. Wie ihr hier sehen könnt, sammel Trollpopel, habe ich ja gemacht. Wirke der Pulso auf levitierten Gegner. Ja. Ja. Weiß ich jetzt auch noch nicht, was genau ich hier jetzt machen soll, weil hier sind noch so viele. Das, ja, gut. Läuft auf jeden Fall. Ja gut, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Also wenn ich denn hier mehrere Zauber haben sollte, dann habe ich die abgeknuspert, weil ja, es ist eigentlich es so die Sachen, die ja eigentlich kann ich hier noch mal gucken, ist hier noch was immer? Zaubergriffe? Nö, brauche ich nicht. Hier geht das ja los, das Kendo. Und ja. Nee, dann werde ich mir die mal holen, weil die Aufgaben sprechen ja für sich. Und vor allen Dingen ist das ja auch alles denn nicht mit, mit Wegvorgabe. Das muss man ja alles selber finden. Und ich denke, ihr seid daran interessiert, wie man denn hier so die Hauptmission weiterkommt. Okay, so viel erstmal dazu. Gespeichert ist es ja. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem neuen Video. Ciao, ciao.